Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von der Volksbank Brilon-Büren Salzkotten, der Kaffeerösterei Benzlips, der Firma MIG, der Bäckerei Lange, der Firma Moltec, von Rewe und der Stadt Geseke. Dass die Backaktivitäten in der Vorweihnachtszeit ansteigen, ist keine neue Erkenntnis. Dass sich aber Väter mit ihren Kindern dieser für das männliche Geschlecht nicht ganz gewöhnlichen Tätigkeit hingeben, ist schon etwas außergewöhnlich. Man muss bis Geseke reisen und in der Sekundarschule dem Duft nach knusprig gebackenen Stutenkernen folgen. Denn heute steht hier Papa-Kind-Backen auf dem Programm. Einer der Ideengeber war Udo Hacke von der Stadt Geseke. Die Idee war einfach, also A, backe ich immer gerne selber, ne, und die Idee war eben halt, ne, dass man tatsächlich, ne, kümmern sich meistens wirklich wie eben halt mehr die Frauen so um schulische Belange der Kinder, ne, und so kommen halt also auch mal so die Väter eben halt so in die Schule und kommen zusammen, und das war so als ganz netter Nachmittag gedacht. Ne, wir sind also vor 3 Jahren damit angefangen und haben gesagt, ja, okay, das war eine schöne Sache. Eigentlich wollten wir es so in ganz kleinen Kreise machen. Wir haben überhaupt nicht damit gerechnet, dass wir also so viele Anmeldungen eben halt dafür bekommen. Ne, und haben also eher damit gerechnet, wir können das also alles hier in der Schulküche machen. So, ne, aber da wären also jetzt insgesamt also nur 15 Paare möglich gewesen. Und dann haben wir gesagt, dann hat es eine Riesenmenge an Anmeldungen gegeben, schon beim ersten Mal. Und dann haben wir gesagt, okay, ne, das können wir jetzt nicht nur in der Küche machen, das müssen wir tatsächlich in der Aula machen. Und obwohl es eben halt eine ziemliche Massenveranstaltung ist, läuft es gut und es macht allen Spaß. Und es sollte ein netter Nachmittag werden, denn die Papas, sie hatten heute Zeit. Obwohl sie natürlich nicht ganz so geübt waren beim Backen wie manche der Mamas. Ist auch ein schönes Erlebnis, das macht man nicht alle Tage, ne? Ja, ich meine, ist ja nicht 1A-Kunst hier, aber so, wir haben uns Mühe gegeben, ne, Lara? Ja. Ich finde das eine ganz tolle Aktion, gerade am Sonntag, dass auch Väter mal die Chance haben, mit ihren Kindern was zu machen. Ja, zugegeben, die Körperform bei manchen Stutenkerlen war nicht immer ganz so perfekt gelungen, aber heute wollte man dann auch nicht zu kompliziert zu Werke gehen. Das meinte auch der Hauswirtschaftslehrer der Schule, und der heißt Martin Brüll und ist auch ein Mann. Ja, wir haben natürlich erstmal das Rezept rausgesucht und etwas vereinfacht. Hier wird ohne Waage gearbeitet. Also es wird lediglich mit dem Esslöffel abgemessen, 20 Esslöffel Mehl, 10 Esslöffel Zucker und so weiter, sodass man erst gar nicht großartig irgendwie arbeiten muss, sondern mit den Kindern viel Spaß zusammen haben kann. Und dann kam er, der Moment der Wahrheit. Die Backofenklappe, sie öffnete sich und heraus kamen die stattlichen Stutenkerle mit reichlich Rosinen verfeinert. Und jetzt gleich einmal probieren und es scheint zu schmecken. Nun, wenn das heute kein Erfolgserlebnis war, Papa-Kind-Backen in Geseke, und Ihnen hat's gefallen. Ich bin mit meinem Stiefvater hier und das war auch ein schönes Erlebnis. Das Backen mit meinem Papa hat mir richtig viel Spaß gemacht heute. Mit meinem Papa heute zu backen, das war eine schöne Sache. Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von KD Fliesentechnik, der Stadt Salzkotten, dem Schuhhaus Zehanschuk, der Dienstleistungsgruppe Salzkotten, dem Einrichtungshaus Niggemeier und Energy.